Requiem aeternam dona eis domine. Brüder des Generalkapitels, wir feiern diese heilige Messe für die Seele einer unserer Großen. Hochmeister Konrad von Erlichshausen ist in die Arme Gottes gegangen. Lasst uns hier und heute noch einmal seiner vielen Taten gedenken. Geboren 1421, übernahm er die Geschicke des Ordens im Jahre des Herrn 1441. Damals noch unbeachtet, wurde die Welt ab 1444 langsam auf ihn aufmerksam. Seine Anlagen waren nicht die besten. Die militärische und administrative Ausbildung war höchstens durchschnittlich, seine diplomatischen Fähigkeiten wurden belächelt. Umso schwerer wog das schwierige Erbe, das er übernahm. Der Orden war umzingelt von Feinden. Im Süden und Osten drohte die mächtige polnisch-litauische Union und im Westen streckten die pommerschen und brandenburgischen Fürsten ihre klebrigen Finger nach unseren Ländereien aus. Nur unsere livländischen Brüder wussten wir damals noch an unserer Seite. Während Konrad unser Banner kampfbereit machte, gelangen ihm nach jahrelang diplomatischen Bemühungen entscheidende Erfolge. Zuerst sicherte uns der ungarische König Ladislaus Postamos seinen Schutz zu und im Jahre 1449 konnte schließlich ein Bündnis mit Kaiser Friedrich III. Geschlossen werden. Wir standen nun im Schutz des Reiches. Doch überraschend wuchsen die Spannungen mit unseren Brüdern in Livland. Sie missbilligten Konrads Weg und suchten die Hilfe des litauischen Großfürsten. Diesen Verrat konnte Konrad nicht akzeptieren. Im Juni 1450 erklärte er den Schwertbrüdern den Krieg und überschritt an der Spitze unserer 12.000 Soldaten die Grenze. Unsere überlegene Streitmacht konnte die livländischen Ritter schnell besiegen und ihre Städte und Burgen belagern. In einem Friedensschluss 1452 inkorporierten wir die Provinzen Kurland und Semgallen, sodass wir nun eine Grenze zum Bistum Riga erhielten. Konrad hatte dies nicht ohne Absicht getan. Der Riga-Erzbischof hatte schon lange Jahre am Hofe des Papstes und des Kaisers gegen uns integriert, sodass Konrad 1453 die Gelegenheit nutzte, um sich die Loyalität der wichtigen Hafenstadt notfalls mit Gewalt zu sichern. Alle Befürchtungen trafen ein. Der verräterische Erzbischof hatte sich inzwischen an den litauischen Großfürsten gewandt, der ihm offiziell seinen Schutz zugesichert hatte und nun gemeinsam mit dem polnischen König, dem pommerschen Herzog und der Genuesen gegen uns in den Krieg zog. Dies war die Zeit der größten Bedrohung für den Orden. Die Gegner waren uns zahlenmäßig weit überlegen. Doch Konrads Geschick war es zu verdanken, dass er den Feind weit in den Süden lockte, wo er unser Banner mit den kaiserlichen Truppen vereinigen konnte. Unter seiner Führung kam es bei Ratibor im Dezember 1454 zur entscheidenden Schlacht dieses Krieges. Über 16.000 polnisch-litauische Soldaten, die von Steponas Oginskis angeführt wurden, konnten mit Hilfe der Habsburger entscheidend geschlagen werden. Der Weg war frei für den Frieden. 1456 wurde die Stadt Riga schließlich unter unseren Schutz gestellt. Es begann eine Zeit der inneren Konsolidierung. Konrad reformierte unser Heer und legte dabei besonderen Wert auf die Qualität der militärischen Ausbildung. 1461 war die Zeit gekommen, einen alten Anspruch geltend zu machen. Posen, das rechtmäßig Ordensland sein sollte, war seit langem in Besitz des polnischen Königreiches. Konrad fühlte sich stark genug, dies zu ändern. Gemeinsam mit unseren ungarischen Verbündeten zog er erneut in den Krieg. Auf polnischer Seite kämpften die Pommern und die Moldawier. Die Ordensritter stießen auf wenig Widerstand. Schon im August 1462 konnte die Provinz Hinterpommern, auf die wir ebenfalls Anspruch erhoben, in einem Frieden mit Pommern erworben werden. Endlich hatten wir einen durchgehenden Zugang zu unserem Besitz in Neumark.
Ein weiteres Jahr später war auch der König von Polen besiegt. Er musste nicht nur Posen an uns abtreten, sondern wir befreiten auch das Herzogtum Masowien aus seinen Fängen und verpflichteten ihn, den Ukrainern die Unabhängigkeit zu gewähren. Das Ordensgebiet hatte sich somit innerhalb von 20 Jahren verdoppelt. Doch noch gab es eine offene Rechnung. Die Schwertbrüder in Livland hatten sich nie mit ihrer Niederlage abgefunden und blieben renitent. Unseren Anspruch auf die Provinz Wenden akzeptierten sie nicht, sodass der Hochmeister gezwungen war, erneut das Schwert in die Hand zu nehmen. Der Krieg war kurz. Da die Schwertbrüder auch mit der Republik Nowgorod im Zwist waren, einigten wir uns mit den novgorodischen Händlern auf eine Teilung Livlands. Reval und Narva gingen nach Nowgorod, wir erhielten dafür die Provinzen Livland, Dorpat und Wenden. Doch Konrad legte nicht die Hände in den Schoß. Das Fürstentum der Ukraine, das uns ihre Abhängigkeit verdankte, ging im Juli 1469 auch formal ein Bündnis mit uns ein. Dies half uns ein paar Monate später. Der Herzog von Masowien unternahm Anstrengungen, die Orthodoxie in seinen Provinzen einzuführen. Das konnten wir nicht tolerieren. Gemeinsam mit unseren ukrainischen Verbündeten besiegten wir die Masowier. Deren Exklave Belz ging an die treuen Ukrainer, während uns die Masowier einen Treueeid schwören mussten. Sie wurden uns untertan. Doch der polnische König konnte diese Machtverschiebung nicht akzeptieren, sondern führte anhaltenden Krieg gegen seinen ehemaligen Vasallen Masowien. Zum Schutz unserer neuen Untertanen musste Konrad 1470 notgedrungen Polen erneut den Krieg erklären. Die Polen und Pommern hatten uns nichts entgegenzusetzen. Zwei Jahre später akzeptierte König Friedrich I. Oleschnitzki unsere Forderung, die Provinz Kalisch kam so in unseren Besitz. Aber nicht einmal ein Jahr später rief die Ukraine, unser treuer Verbündeter, um Hilfe. Sie waren in eine Auseinandersetzung mit den Litauern und Nowgorod geraten, da sich zahlreiche ukrainische Gebiete noch in der Hand des litauischen Großfürsten befanden. Konrad konnte noch unsere Truppen gen Norden lenken, doch im Alter von nur 52 Jahren starb er an einer Verwundung, die er sich bei der Belagerung von Narva zugezogen hatte. Konrad von Erlichshausen, dein Werk ist sichtbar, dauerhaft, denn es ist verwoben und zusammengesetzt im Gebet, auf den Knien, im Suchen nach Gottes Wille, durch die Zeichen der Zeit. Du gingst uns voraus, bleibst aber dauernd mit uns verbunden in unseren Herzen. Deshalb danken wir dir noch einmal und ruhe im Frieden deines Herrn, im Schatten der Kirche in Marienburg, des Kreuzberges und des Berges der Erscheinung. Amen.